lange gebraucht. Es ist 23 Uhr, sie waren tapfer. Schön, dass sie da waren. Es ist ein Film, wo am Ende bestimmt den einen oder anderen jetzt erstmal verarbeiten lässt. Das heißt, wem es jetzt zu viel ist, der einfach rausgehen. Wer aber noch Fragen hat, ich bitte jetzt den Frankie zu mir. Oder besser gesagt, wir jetzt mit zwei im Zeitgeist-Movement. Und alle, die jetzt noch ein bisschen mehr möchten oder fragen, können gerne fragen. Thrive ist allein nominiert worden aufgrund des Mutes von Foster Gamble. Wir haben mit beiden Kontakt und sie haben einiges Gutes gemacht die letzten Jahre, aber da könnt ihr von Zeitgeist Movement, wir vergleichen das einfach immer. Ich weiß, ihr seid ganz anders unterwegs, aber trotzdem auch ein Lied davon singen, weil ihr genau das Gleiche macht. Vielleicht stellt ihr euch gerade mal selber einfach vor. Genau. Erstmal danke auch nochmal an Mike und Dunja für das Schauen, also für das Zeigen des Films. Ganz kurz zum Zeitgeist-Movement. Es gab 2007 aus experimentellen Gründen jemand, der hat einen Film namens Zeitgeist produziert, der hat dieselben Themen angesprochen, quasi eine Elite regiert alles. Und natürlich war es auch nicht der einzige Film, der gewisse Ungereimtheiten, die gerade auf der Welt passieren, mit sozusagen ans Tageslicht gebracht hat, in den Fokus der Öffentlichkeit durch das Internet. Und basierend darauf, weil der Film so Furore gemacht hat, hat er sich entschlossen, auch noch einen zweiten Teil zu drehen und dort ein mögliches Lösungskonzept mit in den Film eingebaut. Und aus experimentellen Gründen hat er am Ende des Films das Ganze genannt, das Zeitgeist-Movement. Dieses Lösungskonzept nennt sich ressourcenbasierte Wirtschaft, ist im Endeffekt auch nicht von heute auf morgen jetzt auf die Schnelle so erklärbar. Zumindest spiegelt es eine reelle Möglichkeit hin, wie wir wahrhaftig, wirklich nachhaltig mit dem Planeten im Einklang leben können. Und um dieses Konzept bekannter zu machen, wurde eben einfach mal das Zeitgeist-Movement ins Leben gerufen. Und innerhalb der letzten 4 Jahre hat sich dementsprechend bereits über 500.000 Menschen sozusagen dieser Thematik angeschlossen und agiert unabhängig, dezentral voneinander, um eben dieses neue Wirtschaftskonzept eben auch mit in die Öffentlichkeit zu tragen, welches im Endeffekt die Ressourcen des Planeten als gemeinsames Erbe der Menschheit sieht, wo es keine Regierung mehr gibt, kein Geld und kein Militär. Ich weiß, es ist unvorstellbar und hört sich utopisch an, aber es lohnt sich, das da ein bisschen nachzuforschen. Und deswegen ist auch dieses, das Zeitgeist-Movement im Endeffekt für jeden, der in Richtung Bildung und Nachhaltigkeit geht, der aufwacht, der etwas tut, um quasi das Bewusstsein mit anzuheben, dankbar, muss nicht überall Zeitgeist draufstehen oder Thrive oder wie auch immer. Es geht nur darum, dass wir alle beginnen, endlich gemeinsam irgendwie die Einheit zu entdecken und wirklich unseren Arsch hochzukriegen, um eben den Planeten ein bisschen wieder zu retten. Das heißt, ihr seid ja auch Vorreiter, genauso wie Thrive, die jetzt anfangen, Netzwerk zu spinnen. Ihr seid ein gutes Beispiel, das war auch in den anderen Standorten. Ja, geht es denn wirklich, dass wir das jetzt alle schaffen, was hier auch an Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt ist? Und viele sehen da immer diesen Riesenwert. Ihr habt es geschafft, in Kürze wirklich eine Vernetzung weltweit herzustellen, was Thrive jetzt gerade auch probiert und was ganz viele Bewegungen machen. Und das ist das, was wir jetzt auch am Festival gemerkt haben. Was momentan passiert, ist, vernetzt sich mehr und mehr. Die Organisationen stehen nicht mehr als Einzelnes, sondern es gibt schon so viele Punkte, die einfach für diese bessere Welt oder auch wir stehen nicht hinter jeder Aussage, wo getroffen wurde, aber viele haben einfach den gleichen Kerngedanken und die vernetzen sich gerade. Was ist irgendeine Frage aus dem Publikum? Möchte irgendjemand was sagen vielleicht jetzt erstmal zum Film? Vielleicht gilt es zu erläutern, dass es vielleicht jetzt mit dem wachsenden Bewusstsein, das wir weltweit gerade erleben, etwas stattfindet, dass wir begreifen, jeder Einzelne, was es heißt eigentlich Mensch zu sein. Insofern, dass wir zum Beispiel verstehen, dass Menschen wie jeder Organismus auch, beispielsweise wie Bäume, einfach nur bestimmte umweltliche Bedingungen braucht, um eben Thrive zu gedeihen. Dementsprechend ist das, was wir aktuell haben, das zum Beispiel auf Geld basierende Wirtschaftssystem, was auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen auf unendliches Wachstum und konstanten Konsum setzt, das kann nicht funktionieren. Dementsprechend haben wir eine Wertekultur dessen entwickelt, ein wettbewerborientiertes, profitorientiertes System, wo jeder gegeneinander kämpft, was im Endeffekt unser Wertesystem etabliert hat. Das heißt,
wir wurden in eine Kultur hineingeboren, wo wir bestimmte Dinge, die eigentlich völlig unnormal sind, antiökonomisch als normal betrachten. Und vielleicht einfach, um das zu reflektieren, dass nicht alle Dinge, die als normal erscheinen, wirklich für uns alle gesund sind. Und dass wir vielleicht auf diesen wichtigen gemeinsamen Nenner kommen müssen, raus aus diesem wettbewerborientierten System. Wir erwischen uns immer wieder dabei, eben auch unsere Unterschiede umzudeuten und uns deswegen untereinander gegenseitig nicht als Einheit zu begreifen. Vielleicht das etwas mehr ins Bewusstsein zu rufen, wie wir funktionieren, könnte schon mal ein erster Schritt sein, der eben genau die Richtung geht, wie du gesagt hast, dass wir mehr voneinander lernen, mehr diplomatisch agieren und mehr kooperativ, anstatt im Wettbewerb zueinander. Sagt ihr, Movement Behold Your Candidate, ihr standet auch vor der EZB, du auch, glaube ich, ja, oder? Ne? Das ist ja schon so ein bisschen gegen das, was jetzt zum Beispiel in Thrive gerade rauskommen muss, heißt, es braucht nicht den Gewaltweg gegen das. Wie steht ihr denn dazu? Zu Gewalt? Ja. Nee, nicht zu dem gegen das. Ihr standet ja vor Occupy, wenn man sagt, die Banken müssen zusammen. Wie kann es überhaupt funktionieren, dass wir zur regionalen Währung kommen? Wie geht dieser Übergang? Das war zum Beispiel bei den anderen Standorten vielen im Publikum nicht klar, die dann gesagt haben, ich sehe das alles, ich sehe auch die Lösung, aber was ist denn jetzt der erste Schritt? Was mache ich jetzt nach dem Film? Was ist mein erster Schritt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es unzählige Sachen zu tun. Also, ich meine, was haben wir gemacht, wenn man so anfangs erstmal auf die Straße gestellt und haben gesagt, hallo, habt ihr mal über das Geldsystem nachgedacht? Das war so der erste Anfang. Jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir halt überlege, wie kann ich mein Leben komplett, also wie kann ich jetzt zum Beispiel Strom autark machen, wie kann ich meine eigene Nahrung herstellen, praktische Schritte jetzt erstmal für mein Leben zu gehen und eben auch als, vielleicht noch Vorbild irgendwie zu agieren. Das, glaube ich, ist nämlich auch das Ziel. Also so ist auch meine Meinung, dass man sagt, okay, ich fange bei mir an. Weil diese großen globalen Ziele, die erschlagen einen sehr oft. Und wenn man bei mir selber anfängt, und ich weiß, ihr habt auf der Website auch ganz viele Links, gerade auch zu freier Energie und so weiter und so fort, wo man dann gucken kann, wie kann ich denn bei mir, wie kann ich den Strom umstellen? Was kann ich mit meinem Geld wirklich machen? Was ist denn bewusstes Einkaufen? Wo kaufe ich überhaupt ein? Also es gibt auch viele weitere Dinge, also wie du gesagt hast, wie Gandhi es gesagt hat, sei die Veränderung selbst, die du dir im Leben wünschst. Also es geht wirklich bei jedem los. Wir müssen wegkommen, andere zu bekehren. Man muss selber beginnen, oder anders gesagt, die beste Art, jemanden zu überzeugen, ist selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Das heißt, wenn ich selbst beginne zu begreifen, dass wenn ich weniger Gift esse, dass es mir dann gesünder, ich fühle mich einfach besser, das heißt, die Ernährung langsam umstellen. Vom Geldsystem, wo wir gerade erfahren haben, dass nur wenige das Geld aus dem Nichts schöpfen, dementsprechend die kompletten Ressourcen damit kontrollieren, von denen wir alle abhängig sind. Egal ob es der Strom, der Energieaspekt ist, wo wir abhängig sind, der Geldaspekt, das Geld benutzen. Das heißt, weiterhin, solange wir Geld benutzen, wird der Korruptionsaspekt von Geld immer noch ein Problem bleiben. Mehr Geld bedeutet mehr Macht, bedeutet wiederum mehr im Endeffekt auch Technologie, die gegen uns wieder eingesetzt wird. Also diese vielen kleinen Schritte, dass man nicht sich beim Militär beteiligt, weil es auch eine Institution ist, die wiederum nur der Elite sozusagen dient. Es gibt so viele Dinge, wo man selber sich weiter fortbilden kann und selber seinen eigenen Prozess, den jeder von uns durchmachen muss, zwangsläufig. Allein das Beschäftigen mit dem Prozess und diese vielen kleinen Schritte zu gehen, ich glaube, das ist einfach nur der mögliche Weg und das ist einfach jedem und jedem selbst überlassen, ob er ihnen geht, aber ich denke, wir wollen den alle. Das sind so kleine Schritte, wie man eben aus dieser modernen Sklaverei aussteigen kann. Und das Movement jetzt für die Menschen, die sich dann draußen jetzt nachher an euch wenden können, das Movement, Thrive Movement und Zeitgeist Movement. Ihr wollt mehr werden, ihr wollt mehr Menschen noch erreichen, um was dann zu tun, um genau das umzusetzen? Exakt. Was hier als Lösungsvorschlag vorgeschlagen wurde, war im Endeffekt die österreichische Schule der Wirtschaft, nennt sich das, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. Im Endeffekt werden wir sehr viele Verfechter noch finden, die die sogenannten freien Märkte fordern. Die sagen, okay, der Staat hat zu viel Einfluss auf die freien Märkte. Doch im Endeffekt, wenn man das Konzept der freien Märkte wieder überdenkt, bedeutet das auch wieder, dass es wenige Regeln gibt und dass diese wettbewerbsorientierten Unternehmen sich untereinander wieder so, also auf einem Schlachtfeld wiederfinden, wo im Endeffekt jeder tun lassen kann, was er will.
das zum Beispiel gibt es in einer ressourcenbasierten Wirtschaft nicht mehr. Um die ressourcenbasierte Wirtschaft kurz zu erläutern, ist ein Konzept von Jacques Fresco, einem Futuristen, einem Erfinder, Sozialingenieur. Er ist 94 Jahre alt, er hat sich sein ganzes Leben lang Gedanken gemacht, weil er die zwei Weltkriege schon mitbekommen hat, was denn da jedes Mal der Fehler war. Er hat festgestellt, dass Regierungen immer wieder korrupt werden, dass wir im Endeffekt wahrscheinlich alle nicht in der Lage sind, unsere Probleme selbst zu lösen. Deswegen wählen wir immer wieder Vertreter, Interessensvertreter, die früher oder später sowieso wieder korrupt werden. Das heißt, das Konzept der Politik ist schon mal ein sehr altes, uns überliefertes Konzept der Regelung einer Gesellschaft. Welches schon überdacht werden muss. Solche Institutionen wie Militär, das wird es alles nicht mehr geben. Die ressourcenbasierte Wirtschaft ist im Endeffekt ein Konzept, welches die Ressourcen der Erde als gemeinsames Erbe der Familie sieht und dass wir im Endeffekt die heutigen technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, unabhängig erstmal von freier Energie, natürlich gibt es sie, ist aber eher grenzwissenschaftlich erstmal. Wir haben jetzt schon unheimlich viele Möglichkeiten, die aber in dem jetzigen Wirtschaftssystem, was wir nicht haben, einfach nicht ans Tageslicht kommen können, weil an Nachhaltigkeit, Effizienz und Reichhaltigkeit nun mal kein Profit gemacht werden kann. Das heißt, wir haben schon unheimlich viele Lösungen aktuell da. Wir werden die nicht in Mainstream-Medien hören, die kontrolliert sind, wie wir erfahren haben. Wenn wir uns nicht beginnen, selber danach zu forschen, dann werden wir diese heutige technologische Realität erstmal nicht erkennen. Wenn wir dann noch verstehen, dass wir die Technik unabhängig ihrer Anwendung betrachten, das heißt, wenn es diese 140.000 Wissenschaftler, dieses Manhattan Project 1943, wenn die es schaffen, eine Atombombe zu basteln, warum soll sich nicht 140.000 Wissenschaftler zusammenfinden und sollten eigentlich Krankenhäuser für die ganze Welt bauen? Und wenn wir verstehen, dass unser Bewusstsein sich ändern muss, wie wir die Dinge betrachten und vor allem, wie wir Technik einsetzen könnten, um wirklich in Hülle und Fülle Essen herzustellen, was schon möglich ist. Wir können Essen für 12 Milliarden Menschen herstellen, aber wir können es nicht leisten, also vom Geld her. Das heißt, wir haben so viele unheimliche Möglichkeiten, die jetzt schon aktuell da sind, und diese wissenschaftlich belegbaren, jetzige Realität, die im Endeffekt schon mal in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist schon mal ein großer Anfang. Super, also danke an euch, an Zweif, an die Movern, die es gibt. Danke, dass ihr da seid. Jeder kann noch Fragen bei euch stellen. Und wenn er noch hat, und das ist meine letzte Frage, wie lange dauert es, bis wir den Wandel geschafft haben? Es ist unabhängig. Ich denke, zwei Generationen sind im Mond. Trailer sagt 2014, ich glaube, da haben wir es. Wir wünschen ihm, danke, dass ihr da wart, danke, dass Sie da waren, wir wünschen einen schönen Abend. Vielleicht danke. Sehen wir uns noch, die Woche wird uns freuen und ja, gute Nacht. Vielleicht noch den Film Zeitgeist Moving Forward noch anschauen. Der wäre fast hier gelaufen. Wenn wir die deutsche Version 3 Wochen genau. früher fertig haben. Wir fassen kein Geld mehr an, also das ist der Ziel der Bewegung, deswegen haben wir ein bisschen länger gebraucht, hat nicht so viel Budget, aber das nächste Mal. Danke auch fürs Zuschauen, danke euch. Danke euch.